Nachwehen treten auf, wenn sich die Gebärmutter nach der Geburt zusammenzieht. Dieser Prozess hilft, den Wochenfluss zu verringern und die Wunde in der Gebärmutter zu schließen. Erstens, wann treten Nachwehen auf? Besonders während des Stillens spüren Frauen Nachwehen, da das Hormon Oxytocin freigesetzt wird. Frauen, die bereits Kinder bekommen haben, spüren sie meist intensiver. Zweitens, wie fühlen sich Nachwehen an? Für manche fühlen sie sich wie starke Regelschmerzen an, für andere wie Geburtswehen. Die Empfindung ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Drittens, wie lange dauern Nachwehen? Nachwehen sind in den ersten Tagen nach der Geburt am stärksten. Bei manchen dauern sie eine Woche, bei anderen bis zum Ende des Wochenbetts. Viertens, Nachwehen nach einem Kaiserschnitt? Auch nach einem Kaiserschnitt gibt es Nachwehen, da diese durch das Zusammenziehen der Gebärmutter ausgelöst werden. Und fünftens, Tipps gegen Nachwehen. Regelmäßiges Wasserlassen kann den Druck mindern. Auch Wärme, Akupunktur und Kräutertees können helfen. Schmerzmittel sollten nur nach Absprache mit einer Hebamme oder dem Arzt bzw. einer Ärztin eingenommen werden.